bleib doch da. Der Steb kommt nach Lüneburg. Wenn Udo Maria unsere Firma in seiner Sendung auch nur erwähnt, dann ist das wie ein Ritterschlag vom Modeadel. War das Mama? Henny. Kommt sie mich besuchen? Ja. Sie hat gerade für morgen abgesagt. Wie soll ich denn das Henny jetzt beibringen, hä? Die glaubt doch, sie ist ihrer Mutter völlig egal. Verschweigen Sie nicht länger das, was Sie wissen. Dann kommen Sie vielleicht mit dem blauen Auge davon. Hallo, Annette. The morning painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. So schön, dich zu sehen. Ich hab dich furchtbar vermisst. Komm mal her. Lass mich. Wo warst du? In Bardi. Hast du meine Nachricht nicht bekommen? Da warst du nicht. Jedenfalls nicht, nachdem du aus der Reha abgehauen bist. Wer sagt das? Die italienischen Behörden? Sobotta hat dich zur Fahndung ausgeschrieben. Die haben ganz Italien nach dir abgesucht. Da warst du nicht. Okay. Italien war fake. Aber ja, reiner Selbstschutz. Und wo warst du dann? Es ist doch nicht wichtig. Jetzt bin ich hier. Was willst du hier? Was willst du von mir? Ich bin zurückgekommen. Weil ich dich liebe. Amelie, jetzt warte mal. Amelie, an Christine macht mich einfach wahnsinnig sauer. Ich wollte es nicht bei dir abladen. Deine unzuverlässige Ex-Freundin interessiert mich nicht. Was soll ich machen? Das ist richtig unfair gegenüber Henny. Ich hab dir schon mal gesagt, dass ich mit diesem ganzen Familienkram nichts zu tun haben will. Ganz besonders möchte ich nicht als Blitzableiter herhalten, weil Hennys Mutter irgendwas tut oder lässt. Das verstehe ich. Aber Henny ist erst 5. Was auch immer das heißen soll, ich will es nicht wissen. Amelie, können wir uns nicht einfach wieder nach oben ins Bett legen unter die Decke? Nach deinem Ausraster eben? Nein, danke. Das war echt zu viel. In Macau. Um da den ganzen Tag zu pokern. Ja, die ganze Nacht. Aber ja, wenn du so willst. 5 Wochen lang. Ja. Es war ja nicht irgendeine x-beliebige Pokerrunde. Da musste ich erst mal reinkommen. Was war denn da so besonders? Texas Hold'em. Ohne Limit. Alles illegal, natürlich, oder? Nicht in Macau. Macau ist eine Sonderverwaltungszone und lebt vom Glücksspiel. Und hat seine eigenen Gesetze. Perfekt für einen wie dich. Ich habe gewonnen, Annette. Viel. Genug, um die Spedition zu sanieren. Oder irgendwo noch mal neu anzufangen. Du und ich. Du und ich gibt es nicht mehr, Malte. Ich gehe nirgendwo mit dir hin. Ich habe das alles für dich getan. Ich würde alles für dich tun. Das fühlt sich nicht so an. Weißt du, was du getan hast? Du hast mich hängen lassen, und zwar so richtig. Ich dich? Als ich schwer verletzt im Krankenhaus lag, hast du dich von mir getrennt. Und jetzt wirfst du mir vor, dass ich mal 5 Wochen Zeit zum Nachdenken brauchte? Ich hab mich nicht von dir getrennt, als du im Krankenhaus lagst, sondern davor. Und zwar aus gutem Grund. Ich weiß. Und es tut mir leid, dass ich dich wegen Ben und des Überfalls belogen habe.
wenn das die einzige Lüge gewesen wäre. Außerdem hast du dem Staatsanwalt erzählt, dass ich dich niedergestochen hätte. Ach, die Aussage kann der doch gar nicht verwenden. Ich war gerade aus dem Koma erwacht und voll gepumpt mit Medikamenten. Sag mal, Malte, hast du eigentlich eine Ahnung davon, was ich hier in den letzten Wochen durchgemacht habe? Ich stehe unter Anklage wegen versuchten Totschlags. Alle Indizien sprechen gegen mich. Und der einzige andere Verdächtige ist spurlos verschwunden. Hast du der Polizei von Cosmo erzählt? Nein. Du würdest alles für mich tun, ja? Dann geh doch vielleicht als erstes mal zur Staatsanwaltschaft und sag denen endlich, dass ich es nicht war. Was? Ich habe keine Ahnung, wer mich niedergestochen hat. Der Überfall ist immer noch ein tiefschwarzes Loch. Was willst du denn hier? Ich verstehe es nicht, Tina. Willst du nicht gesund werden? Herrgott, Ben, es war ein Blumenstrauß. Frau Janssen hilft uns doch auch immer, wo sie nur kann. Du hättest gar nicht erst in der Gärtnerei sein sollen. Ach, du bist krank. Luis ist gerade erst wieder eingeschlafen. Ich hatte ein Problem mit meiner Kasse, deswegen war ich da. Das hättest du auch per Telefon lösen können. Was? Ich brauche eine Dusche. Entschuldige. Danke fürs Aufpassen. Sie wollte hier auf dem Sofa liegen und entspannen. Und was macht sie? Ben, sei doch nicht so streng, das stresst sie doch nur noch Britta, mehr. Ich mache mir Sorgen. Warum kann sie nicht abschalten? Weil sie die ganze Zeit automatisch funktioniert hat. Was soll ich denn machen, wenn sie quasi vom Krankenhaus direkt in die Gärtnerei rennt? Soll ich dabei zugucken, wie sie ihre Krankheit ignoriert? Ich verstehe doch, dass du dir Sorgen machst. Aber du bist jetzt derjenige, der den Druck rausnehmen muss. Macht euch einen schönen Abend, hört Musik, guckt einen Film. Ich wollte eigentlich was kochen. Ja, dann koch zusammen. Tina muss ja nicht das Bett hüten. Sie muss nur lernen, ihre Grenzen einzuschätzen. Und zwar alleine. Gibt es nicht auch Ratgeber für Burnout-Angehörige, wie man seinem Partner helfen kann? Doch, natürlich. Ich schicke dir gleich einen Link. Du schaffst das. Der Name muss pfiffig sein. Und er muss neugierig machen. Es muss so ein Name sein, den man einmal hört und nie wieder vergisst. Vielleicht hat ja Charlotte die zündende Idee. Hm? Oh, sie hat gerade geschrieben. Also, sie hat mit ihren Mitbewohnern gebrainstormt und deren Favorit ist Fair Underwear. Fair Underwear? Ja, ich finde das super. Gefällt mir auch. Ja? Ja. Na gut, dann Modewelt, haltet euch bereit für Fair Underwear. Ja, aber als erstes müssen wir Bodo Maria dafür gewinnen. Er ist der bekannteste Designer Deutschlands. Das Gespräch mit Herrn Steeb übernehme ich. Ach, und wieso? Ja, Sie kennen ja nicht mal seine Sendung. Gut, da geht es ja aber ums Geschäft. Fakten, knallharte Businesspläne. Quatsch. Ja, Mode ist ein Gefühl aus Stoffen, Farben und Schnitten. Und trotzdem geht's. Hört auf, euch zu streiten. Überlegt euch lieber ein schlüssiges Konzept, auf das er anspringt. Das Konzept ist Mode on Demand. Wie? Naja, wir produzieren auf Zuruf, auf Bestellung. Das spart Kosten und ist nachhaltig. Ja, und was, wenn plötzlich 800 BHs und Höschen geordert werden? Hossa, dann machen wir eine Flasche auf und feiern zwei Tage durch. Ja, ist nur so. Nein, natürlich nicht. Wenn die Firma dann mal wirklich läuft, dann machen wir es ganz professionell und produzieren auf Vorrat. Aber für den Anfang ist das die beste Lösung. Und woher sollen die Kunden wissen, wie die Kollektion aussieht? Hm. Ich werde ein Musterexemplar nähen, das wir online stellen können. Sehr gut. Wie lange brauchen Sie dafür? Ich fange gleich an. Fair Underwear. Das ist gut. Entschuldigung, das war... Guten Abend, Frau Bergmann. Herr Neumann, Sie sind wieder in der Stadt? Messerscharf kombiniert. Ich hätte gerne eine Suite. Gerne.
Für wie lange? Sagen wir erstmal für 2 Tage und dann sehen wir weiter. Ach, und lassen Sie mir bitte meinen Koffer bringen. Den hatte ich zur Aufbewahrung hier gelassen. Soweit ich weiß, hat Frau Roth den abgeholt. Sind Sie sicher? Ja, das war doch okay, oder? Sie sind ja verheiratet. Ja, alles gut. Bei meiner Frau steht er warm und trocken. Naja, nicht direkt. Soweit ich weiß, hat sie ihre Sachen der zweiten Chance gespendet. Wie bitte? Soll ich da sonst noch mal anrufen? Vielleicht sind ja noch einige ihrer Sachen da. Nein, danke. Zimmerkarte? Bitte sehr. Suite 238. Sag mal, wie lange musst du noch arbeiten? Ich bin sofort fertig. Weißt du, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Die Nächte ohne dich waren so schrecklich einsam. Ach, ist das so, ja? Mhm. War einsam, ja? Sehr einsam. Ich hab dich aber auch vermisst. Mhm. Und weißt du, was mich noch glücklich macht? Ja, du wirst es mir gleich verraten. Mhm. Dass du dich so gut mit meiner Oma verstehst. Ja. Du, ich mach das kurz fertig, ja? Okay. Sag mal, wie wär's denn, wenn wir mal wieder Marvin zu uns einladen? Wie kommst du auf den? Irgendwie habe ich Mitleid mit ihm. Ich nicht. Solange Herr Flickenschild in Andalusien ist, sitzt er ganz allein da draußen auf dem Gut. Ja, Frau Sarabakus und die Pferde sind ja auch noch da. Außerdem hat er sonst auch Kalle zum Kuscheln, ne? Simon, bist du immer noch sauer, weil er sich von Charlotte getrennt hat? Charlotte wollte doch, dass wir uns um ihn kümmern. Ich bin aber kein Sozialarbeiter. Wie wäre es, wenn wir eine Kickerparty auf dem Gut organisieren? Oh mein Gott, Delay, bitte. Hör jetzt einfach auf damit, ja? Simon, Marvin ist unser Freund. Wir können ihn nicht einfach so hängen lassen. Es geht ihm nicht gut. Marvin war Lottes Freund, nicht meiner. Und dieser Typ interessiert mich nicht. Oh Gott. Ach, Sie sind's. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Sie sehen aber wirklich ein bisschen aus, als hätten Sie ein Gespenst gesehen. Habe ich auch. Also, vorhin in der Spedition war jemand in der... Ist auch egal. Sicher, ich kann sowieso nicht schlafen. Lieber nicht. Also, Gespenster hassen es ja, wenn man über sie spricht. Das nimmt ihnen den Schrecken. Sie sind bestimmt ein guter Vater. Geht mir schon ein bisschen besser. Und selbst? Was treibt Sie um in der Nacht? Also meine Ex, die Mama von Henny, die wollte zu Besuch kommen und hat jetzt kurzfristig abgesagt. Da ist die Kleine bestimmt enttäuscht, hm? Ich habe ihr noch nichts gesagt. Aber ehrlicherweise weiß ich auch gar nicht, wie ich ihr das beibringen soll. Und warum müssen Sie das überhaupt machen? Wenn Ihre Ex so kurzfristig absagt, finde ich, dann soll sie das auch ihrer Tochter beibringen. Naja, also es läuft immer so. Christine taucht ab und schiebt mir die ganzen Probleme zu. Darin ist mein Gespenst auch ganz gut. Wir sollten uns nicht von unseren inneren Gespenstern beherrschen lassen. Hm? Gute Nacht, Frau Roth. Wirklich. Ja, das ist sie. Oh nein, das auch noch. Was ist denn? Julia, Tinas Aushilfe, schreibt, ja, dass gerade 10.000 gelbe Tulpen geliefert wurden. 10.000? Ja. Oh. Tina wollte wohl so eine Art Frühlingsaktion starten. Ach, und das hat sie wohl vergessen.
Ja, hallo. Ja, danke für die Nachricht. Klar. Wie soll das gehen in dem ganzen Alltagsgeschäft? Nicht zu schaffen. Nein. Tina, bitte nicht anrufen. Ich kümmere mich darum. Ja, alles klar. Gut, bis dann. Tschüss. Und was haben Sie vor? Wollen Sie etwa neben Ihrer Werkstatt einen Blumenstand eröffnen? Ich weiß doch schon was. Und was für eine Idee haben Sie? Noch gar keine. Henny, Süße, jetzt komm wieder raus. Henny, mach mal die Tür auf, bitte. Nein, Mama hat mich nicht mehr lieb. Ach, so ein Quatsch, Mama hat dich lieb. Richtig doll sogar. Du lügst. Was hast du dir denn erzählt? Was ich hier erzählt habe? Ich habe überhaupt nicht erzählt. Das ist ja das Problem. Sie hat mitgekriegt, wie Christine und ich am Telefon gestritten haben. Ich habe sie gebeten, ihrer Tochter gefälligst selbst Bescheid zu sagen, dass sie nicht kommt. Sie hat gekniffen. Ich will zu meiner Mama. Henny, die anderen Kinder in der Kita freuen sich doch schon auf dich. Die Martha, Theo und die Paula. Henny, ist es nicht ein bisschen auch unheimlich da alleine auf Toilette? Jetzt mach ihr doch nicht nur Angst. Ja, was denn? Geh weg! Okay, dann bis später. Hä, was soll das denn jetzt? Was denn? Henny hat entschieden, sich im Klo einzuschließen und Henny entscheidet auch, wenn sie wieder alleine rauskommt. Dein Kind ist 5 Jahre alt. Das ist ein bisschen früh für Eigenverantwortung. Also ich finde, man kann nie früh genug damit anfangen. Henny, was hältst du davon, wenn ich eine schöne große Portion Milchreis mache? So mit frischen Himbeeren. Frischen Himbeeren? Ist das was? Wir haben überhaupt gar keine Himbeeren. Ja, dann besorg ich welche. Ja, dann los, ich halte die Stellung. Bis später, Henny. Heil dich, ja? Henny? Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen in den Streichel zu gehen? Die kleinen Häschen, die haben bestimmt schon ihren Nachwuchs bekommen. Hm? Was meinst du? Mensch, Tina, jetzt mach mal halblang. Ich denke, du willst dich entspannen. Ich bin total... Die Gärtnerei ist doch bei der neuen Aushilfe in guten Händen. Julia gibt ihr Bestes, aber sie kann halt nicht alles. Natürlich nicht. Das wäre ja auch ein Wunder nach nur 2 Tagen. Und die ist doch gelernte Floristin, oder ja. Nicht? Ja. Na bitte, dann gibst du ihr einfach ein bisschen Zeit. Und vor allem dein Vertrauen. Da bleibt mir ja nichts weiter übrig. Aber ich hasse das Gefühl, nichts tun zu dürfen. Entschuldige, du hast ja selber genug Probleme. Ja. Und seit gestern noch eins mehr. Was machst du denn hier? Malte, was machst du hier? Der Gasherd ist ja wirklich ein Traum, Frau Sarah Varkos. Ja, das ist Ehrensache. Wollen Sie sich schon mal das Bad angucken? Ja. Wir haben gerade eine neue Regendusche eingebaut. Ich komme dann gleich hinterher. Was wird das hier? Ich vermiete die Wohnung neu. Frau Roth hat gekündigt. Und er hat echt gesagt, dass er dich noch liebt? Ja. Und glaubst du ihm das? Ja. Und? Alter, ich stinksauer. Ich meine, überleg mal. Ich kämpfe hier um meinen Ruf, um meine Firma, um meine Freiheit. Und der Typ lässt es sich irgendwo beim Pokern gut gehen. Das würde mich aber auch fertig machen. Aber jetzt, wo er wieder da ist, könnte er doch aussagen. Dann wäre die Anzeige vom Tisch. Kann er leider nicht. Weil er sich an nichts erinnert. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Na los. Geht schon weiter? Ja. Ich melde mich dann. Vielen Dank. Ja, ich schicke Ihnen den Mietvertrag dann zu. Ja. Tschüss. Sag mal, schnallst du es wirklich nicht? Frau Roth ist durch die Hölle gegangen. Aber musste sie deshalb gleich die Wohnung kündigen? Schließlich wohne ich doch auch hier. Malte, du bist einfach verschwunden und untergetaucht. Hast du den Hauch einer Ahnung, wie sie sich dabei gefühlt hat?
Vermutlich nicht. Ich aber. Und ich habe meinen Mann nie wieder gesehen, also diese Ängste und Zweifel und Sorgen, die wünsche ich wirklich meinem ärgsten Feind nicht. Ja, die Wohnung ist ab dem nächsten 1. vermietet, also bis dahin hätte ich gerne deinen Schlüssel. Ich wusste von Anfang an, dass mir dieser Mann gefährlich werden würde. Deswegen wollte ich ihn auch nicht einstellen, weißt du noch? Ja, aber dann kam Malte mit seinem Charme um die Ecke. Hätte ich bloß auf mein Bauchgefühl gehört. Liebst du ihn noch? Hoffentlich nicht. So ist toll, schnapp zu. So, eure Fischbrötchen. Und ein Pott von Werners Spezialremoulade. Was gibt's denn zu feiern? Eine Kollegin wechselt ins Saarland. Aha. Das macht dann 44 Euro. Ja. Stimmt so. Danke. Bei dir alles gut? Ja, bestens. Kalle und ich leben wie Großgrundbesitzer und laufen jeden Abend unser Revier ab. Uff, das klingt ja super langweilig. Es wird echt Zeit, dass ich wieder in die Stadt ziehe. Du bleibst mit der WG-Suche? Schon was gefunden? Scheitern auf ganzer Linie. Entweder die Bude ist schweineteuer oder die wollen keinen Ex-Knacki. Meistens beides. Und warum ziehst du nicht zu deinem Vater? Das hat er mir auch angeboten. Will ich aber nicht. Ihr versteht euch mittlerweile gut. Und das darf auch gerne so bleiben. Geht's denn? Ach, das geht schon, ja. Wir müssen einen Chip oder einen Euro reinstecken. Schon klar. Und bei dir? Wie läuft's in der WG mit Oma Jada? Super. Oma sagt, wie's läuft. Ich fühle mich wieder wie 12. Das ist herrlich. Toll. Mach hin jetzt. Ich komme schon. Du bist jederzeit willkommen, Marvin. Und das weißt du. Bis dann. Danke. Ciao. Schon fertig? Na, Kalle. Wie geht's? Guten Morgen. Morgen. Na? Was sagen Sie? Wow. Ja, unser erster Prototyp. Und er fasst sich wunderbar an. Also, wenn ich Frau wäre, ich würde es tragen. Ja. Charlotte hat den Stoff ganz wunderbar ausgesucht. Frau Kilitsch, wie haben Sie das alles erledigt? Stoff, Schnittmuster, Prototyp. Wir haben gestern Abend erst drüber gesprochen. Ja, und es lag eine ganze Nacht dazwischen. Uff. Und, wie weit sind Sie mit dem Businessplan? Wir hatten ja noch gar nicht explizit über Charlottes Entwürfe gesprochen. Oh, die lassen sich ganz prima wirklich im Schnittmuster umsetzen. Hier. Ja. Ja, und? Geht das denn mit dem Businessplan auf? Aber, Frau Kilitsch, wussten Sie eigentlich, dass Charlotte niemals ihr Talent entdeckt hätte, wenn die... Simon, haben Sie nun einen Businessplan oder haben Sie keinen? Ja, hab ich. Fast. Es fehlen nur noch ein paar... Manche Leute brauchen eben ihren Schlaf. Simon, alles hat seine Zeit. Frühstück? Ja, darum kümmere ich mich und Sie kümmern sich jetzt um den Businessplan. Sofort. Kaffee? Ja. Gut. Herr Neumann! Hallo? Wollten Sie mir gerade aus dem Weg gehen? Ja. Ich habe ziemlich schlechte Laune. Aha. Seit wann sind Sie denn zurück in Lüneburg? Seit gestern. Und Ihre Verletzung? Ist die ausgeheilt? Ich meine, die Rehe haben Sie ja ausgeschlagen. Oh, es ging mir wunderbar. Bis ich heute erfahren habe, dass meine Frau unsere gemeinsame Wohnung gekündigt hat. Und meine Klamotten zur Kleiderspende gegeben hat. Na, ich vermute, Frau Roth hat nicht damit gerechnet, dass Sie nochmal zurückkommen. Ich dachte, sie kennt mich besser. Sie ist jetzt bei uns. Also zusammen mit Herrn Eilers. Was? Sie hat schon einen neuen? Nein, überhaupt nicht. Das ist mehr so eine Art WG. Wo haben Sie denn so lange gesteckt, wenn ich fragen darf? Ich habe meine Reha in gemäßigte Gefilde verlegt. Ah. Und wie geht's Ihnen?
Sie war noch auch zur Kur. Wegen ihrer kleinen Helferlein. Sensibilität kann Ihnen heute niemand vorwerfen. Daran würde ich arbeiten, wenn Sie Ihre Frau zurückgewinnen wollen. Tja, damit hat Herr Neumann nicht gerechnet, dass sie so schnell Konsequenzen zieht. Was hat er sich gedacht, dass sie hier sehnsüchtig auf ihn wartet? Aber was heißt denn hier überhaupt Fernost? Asien. Ach, ehrlich, Asien. Mhm. Ja, schön. Aber wo Asien? Das weiß ich nicht genau, frag ihn doch selbst. Ist nicht mehr mein Fall. Ach. Frau Werling ist dafür zuständig. Mhm. Ja, ich hoffe, dass er jetzt gesprächiger ist. Na, wenn sie so ehrgeizig ist, wie du sagst. Aber es wäre doch mal erfreulich, wenn er endlich mal auspacken würde. Und sich vielleicht daran erinnert, wer ihn niedergestochen hat. Es tut mir total leid, aber darüber haben wir leider nicht geredet. Aber wenn er Frau Roth entlastet, dann hat er ja gar keinen Grund mehr, ihn ans Messer zu liefern, oder? Stimmt. Erwartest du eine Delegation Vampire oder was? Das ist der Erste. Herr Huber? Ja? Ach. Das tut mir aber leid. Dann richten Sie ja gute Besserung von mir aus, ja? Ja, alles klar. Gut. Auf Wiederhören. Frau Werling ist erkrankt. Mhm. Sie hat Gürtelrose. Mhm. Der Fall liegt jetzt wieder bei mir. Bitte nicht. Kalle hat Krabbenverbot. Ach, bei mir hat er die immer bekommen. Mir pupst er nachher die ganze Bude voll. Ach, stimmt. Das war allerdings auch ein Problem. Vielen Dank übrigens, dass Sie sich so gut um Kalle kümmern. Das wollte ich Ihnen schon lange mal sagen. Ich mach das wirklich gern. Der Dicke ist mir richtig ans Herz gewachsen. Und mit der reizenden Frau Killitsch verstehen Sie sich ja auch sehr gut, habe ich gerade gesehen. Ella ist cool. Sie gehen also weiterhin in der WG meines Sohnes ein und aus? Warum interessiert Sie das? Ach, ich dachte nur so. Simon hat Ihnen die Trennung von Charlotte ja wohl übel genommen. Ja, hat er. Noch ein Krabbenbrötchen? Der Lachs ist sonst auch ganz gut. Ja, ein Lachsbrötchen, gerne. Simon ist ungerecht. Ich für meinen Teil habe sofort verstanden, warum Sie sich von Charlotte getrennt haben. Einfach nach London und zieht ihr Ding durch. Charlottes Ego-Trip muss sie wirklich verletzt haben. Hm? Remoulade, Senfsoße oder Mayonnaise? Danke, keins von beiden. Die Linie. Natürlich. Ich hätte nie gedacht, dass sich meine liebevolle Tochter in ein derartiges Karrierebiest verwandelt. Charlotte lebt ihren Traum. Na, auf meine Kosten. Genau wie Simon. Die beiden fallen mir mit ihrem Start-up wirklich brutal in den Rücken. Frau Dahlmann, was wollen Sie von mir? Warum erzählen Sie mir das alles? Wir haben doch beide mit Simon und Charlotte ein Hühnchen zu rupfen. Ich biete Ihnen an, dass wir das gemeinsam tun. Was stellen Sie sich vor? Sie sind dabei? Erst muss ich wissen, was Sie vorhaben. Ich bin vorbestraft. Entspannen Sie sich. Betriebsspionage ist ganz schwer nachweisbar. Sie wollen, dass ich deren Startup ausspioniere? Ich brauche Charlottes Entwürfe, das ist schon alles. Was springt dabei für mich raus? Sie suchen noch eine Wohnung. Zimmer würde schon reichen. Wenn Sie einschlagen, dann können Sie sich eine Wohnung leisten. Und zwar in bester Lage. Übrigens, Kalle vermisse ich sehr. Er hat sich doch immer so pudelwohl bei mir in Düsseldorf gefühlt. Natürlich. Und jetzt, wo ich so allein bin in der großen Villa? Wir haben einen Deal? Deal. Danke. Ach, ist das für Henny? Ja, grüßen Sie sich schön. 23 wurde doch erst letzte Woche repariert. Ja gut, dann informieren Sie bitte Herrn Eilers. Oh, okay. Dann quartieren Sie die Gäste doch bitte um, ja? Gut, bis dann. Tschüss. Hallo. Wissen Sie zufällig, wo Jurek steckt? Zu Hause. Er hat frei. Ich dachte, der Urlaubstag wäre vom Tisch, weil Hennys Mutter abgesagt hat. Ja,
Henny braucht jetzt ihren Vater. Sie ist am Boden zerstört. Das tut mir leid. Unternehmen die beiden was Schönes zusammen? Also jetzt tun sie doch nicht so, als ob sie das interessieren würde. Ich kenne nur ihre Einstellung zu meiner Enkelin. Ach ja? Das ist doch nur so ein notwendiges Übel, dass sie wegen der Beziehung zu meinem Sohn in Kauf nehmen. Dann haben wir die Hochzeit und die zwei Tagungen. Eigentlich ist jetzt auch nicht besonders gut. Hallo, Frau Siegfried. Hey, hallo, Ben. Hey. Julia ist nicht da? Sie bringt gerade Kränze zum Zentralfriedhof. Ah. Und die restlichen 9.950 sind im Kühlhaus, oder? Was mache ich jetzt damit? Alles gut. Ich kümmere mich darum. Hat Tina im Tulpenlotto gewonnen? Sehr witzig. Die Blumen sind teuer bezahlt. Oh. Sag mal, du planst nicht zufällig ein Frühlingsfest oder so? Ich muss die Dinger zügig loswerden. Also ich kann meine Gestecke natürlich auf gelbe Tulpen umändern, aber das sind ein paar Stängel. Das hilft dir nicht wirklich, oder? Trotzdem, danke. Mhm. Hey, Tina. Wo ich bin? Ich bin unterwegs. Ich bin auf dem Weg zur Werkstatt. Ja. Was? Nein, 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 ich bin nicht gestresst. Ist alles gut. Ja, gut. Bis später. Ich dich auch. Tschüss. Wehe, einer von euch petzt. So. Die Ladung muss morgen pünktlich um 8 Uhr in Rosenheim sein. Alles klar, Chef. Moin, Tarek. Wie geht's der Familie? Früher hat er mich mal gegrüßt. Früher hat er dich mal gemocht. Was willst du? Ich komme gerade aus unserer Wohnung. Und war ein bisschen überrascht, da auf Frau Saravakos und unsere Nachmieterin zu treffen. Tja, was dachtest du denn? Ich hoffe, du hast deinen Schlüssel gleich dagelassen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen. Du kündigst hinter meinem Rücken unsere Wohnung und gehst einfach zur Tagesordnung über? Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen. Die habe ich nicht bekommen. Die Nummer gibt's nicht mehr. Ich habe das Handy kurz vor dem Flug nach Macau entsorgt. Tja, das ist dann wohl ein klassischer Fall von Pech gehabt. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass du dich an nichts erinnerst? Oder hast du nur Angst, dass die Staatsanwältin Cosmo verhört? Ist Sabata jetzt eine Frau? Ich habe wirklich keine Ahnung, wer es war. Wer soll es denn gewesen sein, Malte? Wer außer Cosmo? Ja, soll ich jetzt einfach irgendwas behaupten, oder was? Oh. Mich konntest du auch einfach beschuldigen, ohne dir sicher zu sein. Ach, weißt du was? Verpiss dich einfach. Hau ab nach Badi, nach Macau. Das ist mir ganz egal. Nur ganz weit weg von hier. Ein Löffelchen wenigstens. Mhm. Guck mal, Oma hat extra frische Himbeeren gekauft. Und hier dieser riesen Berg Zimt und Zucker. Was ist denn hier los? Rieche ich hier etwa Milchreis mit Zimt und Zucker? Aber wo ist denn der Milchreis? Ich finde ihn nicht. Hallo? Wo ist der Milchreis? Oh, da ist die Henny. Hallo, du kleiner Maus. Wo ist der Michael? Wo hast du ihn versteckt? Sag mal, meinst du, ich könnte was von diesem leckeren Michael abbekommen? Ich hab so Hunger. Bitte. Mhm. Ja? Okay, dann lass mal was nehmen. Hallo. Okay, glaubst du, ich kann mit der Nase essen? Wollen wir das mal testen? Okay. Ja. Also, ein Löffel für mich. Also, Henny, das ist der beste Milchreis, den ich je gegessen habe. Wirklich. Möchtest du auch? Ja. Nehmen wir aber einen großen. Hoppala. Dankeschön. Das mit Ihrem Koffer tut mir wirklich sehr leid. Ja. Meine Kaschmir-Pullover wärmen jetzt einen Ex-Knacki. Das erfüllt mich auch mit Freude. Ja, gut für ihn. Ja, kann mir neue kaufen. Ja, in 15 Minuten. Wunderbar, danke. Sehr gerne.
Alles klar, wieder. Danke. Danke. Herr Neumann. Darf ich? Bitte. Das ist ein freies Land. Sie sind wieder da. Wie schön. Haben Sie sich gut erholt? Lassen Sie mich in Ruhe, Sobotta. Hätten Sie uns gleich gesagt, also mir und Frau Roth, Dankeschön, wo Sie hinwollen, dann hätten Sie der Polizei in Italien viel Arbeit erspart. Sagen Sie mal, ist Ihnen langweilig? Oder können Sie es nicht verwenden, wenn Frauen ihre Fälle zugeteilt bekommen? Irrtum. Der Fall liegt wieder bei mir. Und da hätte ich noch ein paar Fragen. Haben Sie morgen Zeit? Wollen Sie mich immer noch für Verbrechen drankriegen, die ich nicht begangen habe? Dann erklären Sie mir doch einfach mal, warum Sie untergetaucht sind. Sie wollten wahrscheinlich nur warten, bis Gras über die ganze Sache wächst. Ich habe mir nach dem traumatischen Überfall in der Spedition eine belebende Auszeit in Macau gegönnt. Wenn das strafbar ist, klagen Sie mich an. Wenn nicht, geben Sie auf, Sobotta. Sie kriegen mich nicht dran. Wissen Sie, was wirklich erbärmlich ist? Da bin ich aber gespannt. Dass Sie Frau Roth in Ihren ganzen Mist mit reinziehen, das hat sie nicht verdient. Bis morgen. Schon da? Nein. Wer denn? Oh Gott. Ich habe geträumt, dass Bodo Maria Steb meine Muster sehen will. Ich bin wohl eingeschlafen. Ja, kurz eingenickt. Warum haben Sie mich nicht geweckt? Ich hatte hier genug zu tun, aber jetzt bin ich ganz offiziell fertig. Schön. Jan, machen Sie mal Platz. Ich brauche mein Atelier. Ah, ich bin übrigens einverstanden. So? Und womit? Dass wir Herrn Steb gemeinsam treffen. Schön. Ja, und woher die Einsicht? Steb ist ein Star, der braucht den Applaus seiner Fans. Aber was, wenn ihm Fair Underwear nicht gefällt? Ist doch ganz klar, dann ist er ein arroganter Blödmann. Nein, das ist er nicht. Ist er nicht, alles klar. Was willst du hier? Auch schön, dich zu sehen. Dealer hat mich eingeladen. Marvin, schön, dass du vorbeischaust. Komm rein. Marvin, möchten Sie einen Tee? Ja, gerne. Cool. Wow. Hier sieht's ja richtig wild aus. Ja. Fliegt das Startup schon? Oma näht schon die ersten Prototypen aus Charlottes Entwürfen. Tatsächlich? Darf ich mal sehen? Ja, auf klar, gar keinen das? Fall. Das ist firmeninterner. Simon, Marvin ist doch kein Spion. Hier. Oh ja. Schick. Hallo. Hallo, Frau Dr. Berger. Sie wissen nicht zufällig, wo die Patientenakte von Gerald Malke ist, oder? Die Station ist nämlich nicht auffindbar. Ach Mensch, ja. Ich hatte mit Dr. Killer die Medikamentierung geändert und vergessen, die Akte zurückzulegen. Ach Mensch, das tut mir leid. Ja, alles gut, kein Problem. Dankeschön, perfekt. Sonst alles gut bei Ihnen? Ich habe gehört, dass Henny sich in der Toilette eingeschlossen hat. Ja, ihre Mutter hat sie mal wieder versetzt. Die Rettung der Welt ging vor. Ach Mensch, das tut mir leid. Ich hab so eine Wut manchmal auf die, aber es bringt ja nichts. Nee. Vielleicht kann Henny nachher zu uns zum Spielen kommen. Das lenkt sie bestimmt ab. Och, das ist eine schöne Idee. Ja. Aber die Krise ist schon halb überwunden. Und Sie ahnen nicht, wem wir das zu verdanken haben. Ihrer Schwester. Ach, wirklich? Also, genau genommen Clown Boso. Der hat eine Sondervorstellung in der Küche gegeben für Henny. Jurik und ich, wir waren richtig gerührt. Ja, ich sag's Ihnen ja. Meine Schwester hat einen wirklich weichen Kern. Ja, wenn Sie es mir gestern gesagt hätten. Aber jetzt?
Ich werde vorsichtshalber noch mal checken, ob sie sich den Hausbesuch als Sozialstunden anrechnen lässt. Wenn Sie das sagen, Sie kennen Ihre Schwester länger. Wir dachten schon, Sie kneifen. Wir? Mein Geschäftsführer, Tobias und ich. Tobias? Der Typ, der Charlotte heiraten wollte. Frau Dahlmann, die Sache sollte unter uns bleiben. Wenn jemand herausbekommt, dass ich Charlottes Entwürfe geklaut habe, bin ich dran. Charlotte hat den armen Tobias genauso eiskalt abserviert wie Sie. Wir spielen alle im gleichen Team. Erst das Geld. Aber dann will ich die auch erst mal sehen. Okay. Aber nicht hier. Kommen Sie, gehen wir darüber. Carla, hi. Ben. Kann ich das einfach so in die Hand drücken? Ja, natürlich. Sehr gut. Und wieder 50 Tulpen weniger. Bleiben nur noch 9.900. Ben, darf ich den Kaffee ausgeben? Nee, danke, keine Zeit. In der Werkstatt wartet mein nächster Kunde. Schade. Ben? Oh. Haben Sie einen Moment? Ich bin leider gerade etwas im Stress. Das denke ich mir, aber kommen Sie einen Moment hierher. Gut, was kann ich für Sie tun? Nichts, aber ich kann vielleicht etwas für Sie tun. Ich habe nämlich eine Idee, wie Sie Ihren Tulpenüberschuss loswerden könnten, bitte. Okay. Ja, schießen Sie los. Blume mit Herz, Lüneburg schenkt Frühlingsfreude. Aha. Und wie genau muss ich mir das vorstellen? Sie bieten Ihre Tulpen den Geschäften an für, sagen wir, 1 Euro das Stück. Und die Menschen, die Lust haben, machen anderen Menschen eine spontane Freude. Oh, und wie bekomme ich die Geschäfte dazu, bei der Aktion mitzumachen? Der Leiter der Handelskammer, Mark Cordes, ist ein Schulfreund von Thomas. Und was kann der tun? Ich meine, macht der Mann einfach das, was Sie sagen? Mark sagt die Aktion offiziell an, darum werde ich ihn bitten. Und Sie müssen die Tulpen einfach nur ausliefern. Frau Jansen, also wirklich, das ist großartig. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Was haben Sie eigentlich mit den Entwürfen vor? Ich lasse die Wäsche produzieren. Als Teil von Dahlmann Trikotage. Das geht so einfach. Ja, wenn Dahlmann Trikotage den Gebrauchsmusterschutz als erstes anmeldet, dann schon. Das ist so eine Art Patent. Sie geben also Charlottes Entwürfe als ihre eigene aus. So ist es. Und dann können meine Kinder sie für ihre Firma nicht mehr verwenden. Ziemlich fies. Oh, sie machen doch nicht schlapp. Mein Preis hat sich nur gerade verdoppelt. Das zahle ich nicht. Tja. Dann gehe ich petzen. Beim Amt für Gebrauchsmusterschutz. Sie kleiner, fieser Gauner. Tja, also, mein Geld, bitte. Ich habe aber nur den abgesprochenen Betrag dabei. Den Rest bekommen Sie morgen. Wissen Sie, was wirklich erbärmlich ist? Dass Sie Frau Roth in Ihren ganzen Mist mit reinziehen. Das hat sie nicht verdient. Sensibilität kann Ihnen heute niemand vorwerfen. Daran würde ich arbeiten, wenn Sie Ihre Frau zurückgewinnen wollen. Hier bist du.
Ja, gut, dass du da bist. Die Klimaanlage in der 212 ist mal wieder defekt. Ja, dann muss ich darum Fachmann kümmern. Das mache ich morgen. Übrigens, das war ganz entzückend, was du da für Henny in der Küche gemacht hast. Sie hat kein Wort mehr über ihre Mutter verloren und ist fröhlich in die Kita gesprungen. Irgendwo müssen die Karma-Punkte herkommen. Hier sieht's übrigens aus wie in einem Saustall. Ja, das stimmt. Und nur damit das klar ist, mein Einsatz als Kinderherzretterin war eine einmalige Sache. Ach komm schon, Amelie, wovor hast du denn Angst? Vor Schlangen und Regenwürmern, was soll die Frage? Komm schon, Amelie, du hast wirklich einen fantastischen Draht zu Kindern. Zu Lilly, zu den Kids im Krankenhaus, zu Henny. Lilly zählt nicht, sie ist meine Nichte. Und die anderen finden einfach nur den Clown lustig. Ja. Kinder, die können hinter die Kulisse gucken. Und damit meine ich nicht die rote Nase von Boso. Also, Hennys Herz hast du im Sturm erobert. Können wir weiter über die Klimaanlage reden? Mir wird das hier zu viel. Du meinst zu heiß. Ja, wer von uns beiden ist denn hier der brodelnde Vulkan? Also ich verspreche dir, dass ich nicht mehr so schnell ausflippe. Dass ich gar nicht mehr ausflippe. Mhm. Nur wenn du das möchtest. Wenn Charlottes Entwürfe zünden, dann hat sich unser Einsatz doppelt und dreifach gelohnt. Du, warte mal. Ich schick dir mal ein paar Fotos. Ich rufe dich gleich nochmal an, ja? Oh, wie begabt die kleine Tochter doch ist. Sie werden ja ganz blass um die Nase. Ist Ihnen das Krabbenbrötchen nicht bekommen? Gib mir sofort aus den Augen, beide. Sofort! Frau Roth! Entschuldigen Sie bitte, aber mein Termin hat sich etwas nach hinten verschoben. Warum wollen Sie mich denn sprechen? Gegenfrage. Warum haben Sie mir denn nicht gesagt, dass Ihr Mann wieder da ist? Ich dachte, Ihre Kollegin sei für meinen Fall zuständig. Frau Werling ist leider erkrankt. Also, ich bin ja mal gespannt, was Herr Neumann uns morgen erzählen wird, was in der Spedition gelaufen ist. Also, versuchter Totschlag. Ohne entkräftende Aussage. Das wird sehr schwer für Sie werden. Daran hat sich nichts geändert, schon klar. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht, ich unterhalte mich gerade. Was ich zu sagen habe, wird auch den Oberstaatsanwalt interessieren. Meine Erinnerung kommt zurück. Ich weiß jetzt wieder, dass du es nicht warst, Annette. Schade, dass ich nicht zu deinen wirklich wichtigen Aufgaben zähle. Sonst würdest du mir höchstpersönlich dabei helfen, ein Geschenk für meine Mutter zu finden. Netter Versuch, aber ich muss weiter. Amelie, ich habe an einen Eierkocher gedacht. Keine Frau der Welt wünscht sich einen Eierkocher zum Geburtstag. Ich wollte auch nur, dass du stehen bleibst. Irgendwie müssen wir diesen Steb von unserem Label überzeugen. Wofür wir wahrscheinlich erstmal ein gutes Fotoshooting und das passende Model bräuchten. Ja, so wie es aussieht, kommt er irgendwann heute Nachmittag. Ich habe eine ganze Wagenladung Tulpen vergessen, die ich bestellt hatte, bevor ich wusste, was mit mir los ist. Na gut, das lasse ich mal als Entschuldigung gelten. Julia hat gesagt, Ben war hier und hat alle Tulpen mitgenommen. Ja? Wie hat er das denn? Wissen Sie, was er damit vorhat? Nee, tut mir leid.